Wir machen jetzt Ja. weiter mit Caroline Johansen. Diese Dame kümmert sich um einen schonenden Umgang mit Ressourcen. Das ist ihr Thema und das ist nicht nur ihr Thema, sondern das ist ein Thema unserer Zeit. Denn klar, Nachhaltigkeit ist wichtig, aber eben nicht immer so leicht umzusetzen. Wir verwenden ja, wenn man jetzt auch mal an sich selber denkt, eine Vielzahl von Produkten, die man dann kaum verwendet, eigentlich gleich in die Tonne wirft und doch eine Menge auch an Müll produziert. Dieses Problem der Nachhaltigkeit, damit hat sich Caroline Johansen von Loupsei beschäftigt. Sie setzt dabei auf Kreislauf statt Sackgasse. Loupsei optimiert nämlich Stoffkreisläufe durch künstliche Intelligenz und zwar mit dem Ziel, eine nachhaltige Zukunft zu schaffen. Es geht also immer darum, wie wir die Art und Weise ändern können, wie wir Dinge produzieren und wie wir eben mit den Ressourcen umgehen, im besten Fall ressourcenschonender. Also, Caroline Johansen, da ist sie. Ich würde sagen, ich übergebe dir jetzt hier die digitale Bühne. Bist du bereit? Kannst Vielen du uns Dank. hören? Ich kann euch sehr gut hören, ihr mich auch. Super. Genau, dein Ton ist auch perfekt. Wenn du bereit bist, würde ich sagen, starten wir deine 7 Minuten. Los geht's. Okay, los geht's. Bühne frei für Caroline Johansen von Loupsei. Ja, schön, dass ihr hier seid, dass ihr was über Loupsei erfahren wollt. Loupsei ist entstanden, wir sind ein ziemlich großes Team, ist entstanden im Rahmen eines Makeathons. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis hat eine Rubrik Forschung und da hat sich das Bundesministerium für Bildung und Forschung dieses Jahr überlegt, sie machen das Format Makeathon und hat gesagt, jeder, der Lust hat, sich 2 Tage lang intensiv mit Bioökonomie auseinanderzusetzen, der kann doch das gerne tun. Wir organisieren da was. Auf der nächsten Folie sehen wir das Thema, das Sie sich ausgedacht haben dafür. Und zwar war das, eben weil es gerade das Wissenschaftsjahr Bioökonomie ist, war das das Thema, die Stadt nimmt, aber sie gibt nicht. Und lineare Wirtschaftsweisen führen in Sackgassen. Also Städte sind extrem abhängig von externen Ressourcen und die werden oft ganz verschwenderisch produziert. Städte sind nicht in der Lage, sich selbst zu versorgen. Die Versorgungswege sind super lang und oft CO2-intensiv. Fruchtbarer Boden schwindet, weil wenig in den Bodenaufbau investiert wird. Die Ressourcen verbleiben dann in der Stadt. Und wir haben daraus gemacht für uns so, ja gut, in Kreisläufen zu wirtschaften ist aber super komplex. Die Idee ist nicht neu, das schlagen ganz viele Leute schon ganz lange vor. Aber wir müssen dafür einiges am bestehenden System verändern. Die nächste Folie bitte. Und unsere Lösung ist dann zustande gekommen, dadurch, dass wir uns da eben als Team neu gefunden haben mit ganz verschiedenen Hintergründen. Da war zum Beispiel, ist da der Marlon dabei, der hat Taikai Coffee mitgegründet und segelt schon seit vielen Jahren solidarisch produzierten Kaffee hier rüber. Die haben auch einen Kaffee in Hamburg. Und dann gab es ein paar Leute vom Team Frisches Management, die haben die Idee gehabt, hey, könnten wir nicht Kaffee, der bei Marlon quasi auch überbleibt und auch tonnenweise in ganz vielen anderen Cafés, könnten wir den nicht nehmen und darauf Pilze züchten? Aber das ist noch kein Kreislauf, dann bleibt nämlich Kaffeesatz mit Pilzwurzel übrig. Die nächste Folie bitte. Und dann kamen aber auch noch Thorsten und ich ins Spiel und wir beschäftigen uns schon lange mit Assistenzsystemen für urbane Landwirtschaft, in die eben auch Sensoren eingebaut sind, in die KI eingebaut ist. Und noch eine Folie weiter. Da würden wir jetzt, sehen wir bestimmt gleich, ein Netz sehen aus vielen Sensoren, das Internet of Things. Kannst du noch mal eine Folie weiterklicken, bitte? Dankeschön. Genau. Also, in der Folie sieht man, wie die Sachen aus dem Internet of Things, diese Millionen, Milliarden Dinge, die jetzt smart werden, sich vernetzen und autonome Akteure werden. Und zwar haben wir das eben gebaut für den Kontext urbanes Beekeeping, urbanes Imkern. So, diese Leute alle zusammen haben sich diesem Problem angenommen und haben gesagt, was machen wir da draus? Und jetzt die nächste Folie. Haben wir gesagt, lass doch mal die Stadt als Ressourcennetzwerk betrachten. Und
Wir sind dann darauf gekommen zu sagen, okay, die KI könnte uns Menschen dabei unterstützen, in Rohstoffkreisläufen zu denken und zu wirtschaften und nicht mehr diese Sackgasse zu fahren mit Sachen kommen in die Stadt rein und dann benutze ich die kurz und die liegen irgendwo, sondern die KI kann sich dieser Komplexität irgendwie auch annehmen und wir können dann auch im Team aus Mensch und KI einen Weg finden, wirklich zu so einer Circular Economy hinzukommen. Die nächste Folie, bitte. Wir haben also gesagt, die urbane Farm, das ist in dem Fall der Pilzbunker, bekommt so im ersten Schritt einen digitalen Zwilling. Und da fangen wir an, Daten zu sammeln. Und dazu braucht man aber nicht nur die urbane Farm, weil die alleine wird niemals in einem Kreis wirtschaften können auf kluge Weise, sondern wir brauchen dafür noch ganz, ganz viele andere Betriebe aus der Stadt, die auch alle einen digitalen Zwilling bekommen. Und dann schaffen wir es, dass durch wechselseitiges Lernen eine intelligente Software entsteht. Und diese Software macht es dann einfacher, in Kreisläufen zu wirtschaften. Die kann nämlich diese Stoffkreisläufe für jeden Produktionsprozess aufzeigen. Das ist so unsere Vision. Die Software wird dann Open Source, vor allem für sozial-ökonomisch orientierte Anwenderinnen. Und damit bauen wir die Hürden ab, in Kreisläufen zu denken und zu wirtschaften. Die Idee kam so gut an, dass wir damit tatsächlich den Deutschen Nachhaltigkeitspreis Forschung gewonnen haben. Auf der nächsten Folie habe ich noch mal ein Bild mitgebracht, wie das denn jetzt so funktionieren soll mit der KI. Also es gibt einen großen Baustein, den sieht man hier links. Das ist die Visualisierung und Simulation. Jeder Betrieb oder Verein, Privatunternehmen, wie auch immer, jeder, der mitmacht in diesem System, wird da visualisiert und gibt an oder hoffentlich mit Hilfe der Sensoren, der Internet of Things, der smarten Dinge, die er sich eingebaut hat oder sie. Genau, gibt an, was kommt eigentlich in meinen Produktionsprozess, nenne ich den mal, was kommt da alles rein und was bleibt denn am Ende übrig? Im Moment denken da viele Leute als Abfall drüber nach, weil sie damit nichts mehr tun können. Es kommt alles in eine Tonne, die Müllabfuhr holt es ab. Ganz oft ist es aber so, dass das Ressourcen sind, die jemand anders noch super gut weiterverwenden könnte. Und genau, die KI schafft es jetzt, 738 Millionen Möglichkeiten durchzutesten, stört die überhaupt nicht. In so super stumpfen Sachen ist eine KI nämlich richtig gut. Und kann dann aufzeigen, wer könnte sich denn mit wem vernetzen, damit das Ganze zu Kreisen wird. Und das ist jetzt nicht nur statisch, sondern da spielt halt so eine Dynamik und so eine zeitliche Komponente rein. Ha, gut, ich brauche zu lange. Wir überspringen die nächste Folge, die ein bisschen mehr darauf eingeht, wie die Software funktioniert. Genau, wir haben mit den ganzen anderen Menschen, die am Makeathon teilgenommen haben, die Partnership for Bioeconomy gegründet, damit das weitergehen kann, damit wir uns diesem großen gesellschaftlichen Thema wirklich annehmen und jetzt nicht nur das Konzept haben, sondern wirklich ins Tun kommen. Da bin ich total froh, dass es da so viele Leute gibt, die mit uns dran arbeiten. Jetzt schon. Auf der nächsten Folie sieht man nochmal, mit wem wir noch alles gesprochen haben, wer jetzt schon Lust hat. Und auf der letzten Folie der Appell an euch, wenn ihr Lust habt, mit uns so ein Reallabor zu bauen und zu werden, dann meldet euch. Die Zeit ist abgelaufen, aber du hast gerade noch deinen Satz angesprochen, dann meldet euch. Also es war ein Appell. Ich möchte dir jetzt nochmal die Zeit geben, den Aufruf nochmal eben zu machen. Das ist total lieb. Also, wie ich versucht habe zu sagen, so eine KI, die braucht Daten, um erstmal eine Peilung davon zu kriegen, was passiert da überhaupt. Und dafür bauen wir eben jetzt gerade Reallabore auf. Das heißt, dafür würden wir uns super freuen, wenn sich noch mehr, ich nenne es jetzt mal Betriebe, aber wie gesagt, das kann Vereine sein, Kantinen, Schulen, wer auch immer. Jeder, der sagt, hey, ich habe hier ganz viele biologische Rohstoffe, die im Moment bei mir überbleiben und ich hau die in die Tonne und das ist eine totale Verschwendung. Und auf der anderen Seite brauche ich aber auch viele Rohstoffe, um meinen Produktionsprozess, mein Leben am Laufen zu halten. Wenn ihr Lust habt, mit uns zusammen die KI zu entwickeln und die anzutrainieren und uns Daten zur Verfügung zu stellen, dann wäre es toll, wenn ihr
wenn ihr euch meldet, damit wir da zusammen überlegen können, wie wir das tatsächlich umsetzen. Und einmal noch kurz, weil du bist, glaube ich, komplett drin in dem Thema. Ich glaube, für viele ist es vielleicht noch neu, dass man denkt, hä, wie, ich soll mich melden, wenn ich Abfälle habe und geht es nur um Essensabfälle? Es geht ja meist um viel, viel mehr. Das heißt, kannst du das vielleicht noch ein bisschen definieren? Das heißt, dass jetzt zum Beispiel Kantinenbetriebe und so weiter sich auch direkt angesprochen fühlen, dass du zum Beispiel sagst, okay, wenn jemand Wein produziert, gibt es Abfallstoffe, wenn jemand das, also gibt es vielleicht sogar bestimmte Abfallstoffe, die dich ganz besonders interessieren? Mal so gefragt. Ja, genau. Also alles, was aus Erdöl oder Chemikalien gemacht ist, das ist im Moment ausgeklammert. Also wenn jetzt jemand sagt, ich habe hier einen Riesenhaufen Plastik, dann verschieben wir das mal auf später. Aber wir haben zum Beispiel jetzt neben dem Kaffee und den Pilzzüchterleuten haben wir einen Kontakt gehabt von einer Firma, die stellen aus Baumwolle Textilien her. Die haben gesagt, wir haben super viele Textilreste. Die haben wir mit den Pilzzüchtern jetzt zum Beispiel schon per Hand gematcht zusammengebracht. Und die haben gesagt, nee, ist doch klasse, die Pilze müssen ja auf irgendwas wachsen. So, also das geht. Oder wir haben jetzt mit einer Firma gesprochen, die züchten Insekten und brauchen dafür eben, nehmen die auch schon Reste aus der Lebensmittelindustrie oder von den Großmärkten. Und bei denen im Produktionsprozess bleiben aber auch Sachen übrig, die sie im Moment noch nicht als Produkte weitervermarkten, sondern das wird im Moment noch als in der Denke als Reststoff bezeichnet. Da wäre zum Beispiel auch so ein Punkt, wo wir sagen, ja super, das könnten wir doch, wenn wir noch mehr Leute an Bord hätten, könnte man das doch weiter vermitteln. Dann würde sich bestimmt so ein Kreis auch mit Hilfe der KI finden lassen. Was wir noch nicht so richtig durchdacht haben, ist, wenn jetzt wirklich jemand kommt und so super, super kleine Mengen hat, wie geht dann die Logistik? Das wäre was, was man jetzt eben auch noch finden muss. Klar, stimmt. Wenn jemand Abfälle oder biologische Abfälle hat, aber es ist nur wenig, wie kriegt man das dann hin und her? Es lohnt sich natürlich dann vor allen Dingen, wenn es wirklich extreme Mengen sind, wo man dann eben eine gute Art findet der Wiederverwendbarkeit. Ich habe hier eben auch rübergeguckt zu Norman, der ist ja gleich auch noch mal dran und wird den Abend hier sozusagen beenden. Ihr habt da ja auch so eine gewisse Connection oder arbeitet ja eben schon in dieser Richtung zusammen. Genau, da kann man vielleicht gleich auch noch ein paar Worte zu verlieren. Auf jeden Fall sehr interessant. Was mich nochmal so interessiert, weil es ist wirklich erstmal für jemanden, der in dem Thema nicht so drin ist, hört sich das wirklich völlig verrückt an, welche Möglichkeiten es eigentlich gibt, ja, für dann zum Beispiel ein Stück Stoff oder auf Kaffeesatz etwas zu züchten. Also da muss man erstmal auf die Idee kommen. Wie viele, und ihr seid ja auch so ein bisschen sowas wie so ein Vermittler zwischen allen Unternehmen, um zu gucken, wen können wir wie zusammenführen, und der eine gibt die Reste ab, für den anderen sind das keine Reste, sondern er kann die gut verwenden. Mit wie vielen Unternehmen oder Startups, Unternehmern arbeitet ihr gerade zusammen? Ah, das war so ein bisschen auf der Folie, die wir so schnell übersprungen haben. Ach so. Das ist im Moment dynamisch und wächst. Ja. Kann ich dir jetzt gar nicht so eine Zahl nennen. Also wir haben ja tatsächlich mit dem Projekt auch erst angefangen. Wir wollen ganz, ganz gerne noch mit mehr Leuten da zusammenarbeiten. Es ist eben, wie gesagt, letzten Sommer ist das als Konzept im Rahmen dieses Makeathons entstanden, und wir fanden aber auch beflügelt natürlich durch diesen Preis die Idee so gut, dass wir gesagt haben, hey komm, das können wir jetzt nicht als Konzept in der Schublade verschwinden lassen. Da müssen wir doch jetzt mal gucken, wie wir das wirklich in die Umsetzung bringen. Also auf jeden Fall noch ein jüngeres Projekt sozusagen, aber man merkt schon auch alleine von dem, was du erzählst, dass da auf jeden Fall das Interesse groß ist und die ersten schon kommen und die ersten Zusammenarbeiten entstehen. Also auf jeden Fall eine tolle Sache. Deswegen natürlich auch nochmal ein Aufruf an euch, wenn ihr jemanden kennt, der sagt, ja, der hat ein Unternehmen, da gibt's ganz viel Bioabfall, dann meldet euch auf jeden Fall. Wie meldet man sich am besten bei dir? Oder bei Am Loopsei? Besten über die Webseite, genau. Wir sind bei loopsei.de, da gibt es auch ein Kontaktformular, das ist wahrscheinlich am leichtesten. Oder sonst auch
Direkt per Mail an mich, aber lieber nicht als YouTube-Link, bitte. Nee, genau, das lassen wir mal lieber. Loopsy reicht ja, dann kann man sich direkt über die Website Genau. nochmal melden und hat dann am Ende E-Mail-Kontakt mit dir. Okay, Genau. dann vielen, vielen lieben Dank für diesen interessanten Beitrag von dir, was man alles Gerne. aus etwas machen kann, wo der Normalo denkt, das ist Müll, ist es aber gar nicht. Warum das nicht so ist, hast du uns ja gerade wirklich beeindruckend gezeigt. Ja, vielen, vielen lieben Dank dir und ja, lieben Dank auch an euch. Ich glaube, das war eine ganz interessante Reise mit den unterschiedlichsten Gästen zum Thema Forschen und Experimentieren, auch zu Feldern, über die man vielleicht vorher gar nicht nachgedacht hat, dass man da forschen und experimentieren kann und es Neues zu entdecken gibt, auch manchmal eben, ja, auf Wegen, mit denen man gar nicht rechnet. In diesem Sinne danke ich euch vielmals und gebe ab zu Norman, der sich's da drüben auf dem Sofa schon total gemütlich gemacht hat, würde ich sagen.